Plattenstrukturen und jetzt Records. Also was das neue coole Zeug ist und wie sich die Records von den anderen unterscheiden bzw. was gemeinsam ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ein kurzes Intro zu C-Sharp 9 und den Record Types. Das ist ja irgendwie etwas ganz Neues und irgendwie auch doch nicht, aber sehen wir uns das mal an. Also, wir kennen Klassen, wir kennen Strukturen und jetzt neu eben Records. Und jetzt sehen wir uns mal an, was diese gemeinsam haben bzw. was diese trennen. Und zwar, Klassen sind im Allgemeinen Verweistypen, Reference Types, während Strukturen sogenannte Wertetypen sind. Auch Records sind Verweistypen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel Person, my person is new person haben, also eine neue Person erzeugen und dann eine zweite Personenvariable erzeugen und der das die erste Person zuweisen, dann glaubt man, das sind sozusagen zwei Variablen, die kann ich jetzt unabhängig voneinander ändern. Nein, es ändern sich beide, sobald ich eine Zuordnung mache, also eine Wertzuweisung. Warum? Weil in Wahrheit hier keine Kopie erstellt wird, so wie es hier aussieht, sondern in Wahrheit ist es eher so, wir haben das erste Objekt und dann haben wir nur einen Referenz, der übergeben wird, also MyPerson2 ist sozusagen nur ein Verweis nach sie hier oben und wenn dann die Zuweisung kommt, dann wird eben dieses sie hier oben aufgelöst und das Originalobjekt verändert. Anders ist es bei Strukturen. Bei Strukturen wird eben eine Kopie gemacht, wirklich eine Kopie gemacht und die kann ich jetzt alle unabhängig voneinander ändern, wie wir es auch von Integer und ähnlichen primitiven Value Types kennen. Also Records sind Verweistypen, genauso wie Klassen. Sie sind keine Wertetypen wie Strukturen. Also der Nachteil von den Wertetypen und Strukturen oder der Nachteil von Wertetypen ist ja, dass diese immer kopiert werden und diese Kopie heißt, dass wir unter Umständen auch längere Zugriffszeiten haben, weil eben bei größeren Strukturen immer dieses ganze Objekt sozusagen, dieser ganze Arbeitsspeicher kopiert werden muss. Bei jedem Funktionsaufruf, bei jedem Zuweisen muss immer alles kopiert werden. Während bei den Reference Types eben das nicht der Fall ist, sondern immer nur so ein kleiner Verweis mitgegeben wird. Okay, was haben wir noch? Klassen haben eine Referenzgleichheit, während Records und Strukturen eine Wertegleichheit haben. Alle, die Datenbank programmieren, kennen das Thema. Wenn ein Datensatz die gleiche ID hat, dann ist es auch der gleiche Datensatz. Bei Objekten ist das immer nicht so. Ja, wenn wir das hier uns ansehen, Person, my person, new person, wir geben first name und last name an mit den gleichen Werten. Und jetzt ist die Frage, sind diese Elemente, diese zwei Objekte gleich oder nicht gleich? Und bei Klassen wären diese beiden nicht gleich. Sie sind nicht gleich, weil hier zwei unterschiedliche Objekte angelegt werden mit new. Bei Records wären sie gleich. Bei Records würde nicht die Arbeitsspeicheradresse wie bei Klassen verglichen werden, sondern entsprechend alle Wertkombinationen da hinten, inklusive den Typ für den Fall, dass wir Vererbung haben. Okay, was noch? Klassen sind veränderbar oder mutable, normalerweise zumindest, wenn man es nicht explizit anders programmiert. Und Strukturen sind ebenfalls mutable, also veränderbar. Records hingegen sind unveränderbar. Ja, das ist per Definition ein immutable Type. Und das heißt, wenn wir einmal ein Objekt sozusagen angelegt haben, dann können wir es im Nachhinein nicht mehr verändern. Wir können die Eigenschaften im Konstruktor sozusagen oder im Objektinitialisierer setzen. Wir können sie nachhinein nicht mehr setzen. Hier wird das Feature von C# 9 verwendet. Das heißt, wenn die Objekte initialisiert sind, sind sie im Nachhinein nicht mehr veränderbar, nur über diesen Object Initializer und somit kann so ein Objekt nicht mehr verändert werden. Es ist immutable, es ist unveränderbar. Das hat Vorteile und auch Konsequenzen. Was ist, wenn wir es verändern wollen? Das sind wir alle gewöhnt. Naja, wir müssen eine Kopie erstellen, manuell und händisch. Das heißt, wir sagen, okay, bitte erstell mir eine zweite Person, kopiere mir diese Person, aber ich hätte gern diese Eigenschaft verändert. Also den Last Name hätte ich gerne auf Smith gesetzt
und dadurch habe ich eine zweite Person, die Original My Person bleibt unverändert. Klingt komisch, ist aber so, das kennen wir eigentlich auch von anderen Immutable Types, nur ohne diese With-Syntax. Also auch Strings sind ja zum Beispiel sowohl in C-Sharp, in Java, in Python entsprechend Immutable implementiert. Und auch selbst kann man Klassen Immutable implementieren, nur ist das doch ziemliche Schreibarbeit. Und was Microsoft mit Records eigentlich gemacht hat, ist wieder ein nettes Compiler-Gute für uns, dass wir diese Eigenschaften bekommen, die Records hier eben aufweisen. Ja, es sind Verweistypen, das heißt, wir müssen nicht die ganze Zeit den Arbeitsspeicher kopieren, wenn wir sie übergeben, aber wenn wir ein neues Subjekt hätten, dann gerne hätten, dann ist es wunderbar unveränderbar, dann müssen wir es kopieren und es ist die Wertegleichheit, die geprüft wird. Ja, Records können nämlich mit sehr wenig Aufwand geschrieben werden und sie können vererben und sie können automatische Tuple Deconstruction machen und so weiter und so weiter. Sehen wir uns ein paar Kleinigkeiten an. So, dann wollen wir mal. Und zwar, normalerweise machen wir so, public class person, public string first name, get und set, public string last name, string last name, get und set. So, wenn ich diese Personenklasse jetzt immutable gerne hätte, dann muss ich hier sagen init. So, init. Was kann ich jetzt machen? Ich kann sagen person, my person ist gleich new person und ich kann hier den first name auf max und den last name auf muster setzen. Wunderbar. So, wenn ich jetzt aber die Wertegleichheit gerne hätte zum Beispiel, dann muss ich natürlich einiges machen. Ich muss die Gleichheit und die Ungleichheit überschreiben. Ich muss Equals überschreiben. Ich muss GetHashCode überschreiben. Ich muss auch noch ein Interface implementieren, um die Gleichheit für die Collections sicherzustellen und. Außerdem können Records per Standard Deconstruct machen. Also void deconstruct, ja, ich brauche auch die Methode, out string first name, out string last name. First name und last name. So, dadurch ist die Unterstützung von nametuples ermöglicht. Ja, das heißt, ich kann sagen, string first, string last ist gleich my person. Hier wird das deconstruct aufgerufen. So, und wie gesagt, equal überschreiben, getashcode überschreiben und. Alles viel Arbeit, wenn ich wirklich ein Objekt gerne hätte, das immutable ist, das eigentlich nur eine Datenkapsel ist, die ich zur Übertragung verwende zum Beispiel. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nichts ist schöner als Code zu löschen. Also machen wir folgendes. Public Record Person. Und dann könnten wir eigentlich schon happy sein. Nur richtig viel Arbeit hat es nicht gespart. So, jetzt kommt das eigentlich Coole. String First Name, String Last Name. So, und jetzt ist der Record definiert. Ich kann es auch so schreiben, wie ich es erst kurz gemacht habe. Aber selbst so ist dieser bereits definiert. Und ich sehe auch hier, dass er mir automatisch statt des Objektinitializers einen Konstrukt erzeugt. Endlich eine kurze Art und Weise einen Konstrukt erzeugen, ohne dass man ihm inklusive den Member-Variablen etc. etc. Ja, sowas in der Art hätte ich mir schon lange gewünscht. So, also ich habe hier eine Person, das ist ein Record, my person, und ich kann genauso das Deconstruct machen, ich kann genauso sagen my person. Ja, hier ist das Deconstruct, first name ist eine Eigenschaft, last name ist eine Eigenschaft, das heißt, das, was ich hier angebe, ist ein Konstruktor, ist automatisch, Konstruktorparameter sind automatisch Eigenschaften, deswegen auch groß geschrieben, implementiert automatisch dieses all die anderen Sachen. So, was kann ich noch machen? Ich kann sagen person, my person 2 ist gleich my person. Ja, with. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich hätte aber bitte gerne den last name auf Smith gesetzt.
und jetzt ist eine Kopie erstellt, wo der Nachname Smith ist. Was übrigens auch recht schön überschrieben ist, Console Writeline oder ups, durch das Using Static Console hier brauche ich das natürlich nicht. Ich kann sagen Writeline My Person. Ich kann einfach mal My Person oder My Person 2 ausgeben und normalerweise sehe ich ja dann immer den Datentyp. Und in diesem Fall ist das ToString auch entsprechend schön überschrieben, dass wir hier so eine JSON-Formatierung bekommen. Ja, ich sehe hier den Typ, den Namen des Records, FirstName und LastName, also eine JSON-Syntax sozusagen. Und das ist schlussendlich auch der String, könnte man sagen, den ihr für den Vergleich verwendet. Das heißt, wenn ihr vergleicht, ob zwei Personen gleich sind, nehmt ihr alle Eigenschaften, den FirstName, den LastName, aber auch entsprechend den Datentyp, denn auch Records können voneinander erben. Gut, soviel zu einer ganz kurzen Einführung zu Records, vor allem die Eingliederung, was ist gleich oder unterschiedlich bei Klassen, Strukturen und jetzt eben neu die Records. Und eins ist echt sexy, die Definition ist echt kurz. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.